Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Baldur's Gate die Enhanced Edition. Wir stehen hier im Banditenlager, wo wir uns ja dazu entschieden haben, das auszuräuchern. Beziehungsweise ich habe mich dazu entschieden. Jetzt so natürlich eigentlich wegen der Erfahrung jetzt hauptsächlich, aber jetzt so rollenspieltechnisch gesehen, hat sich unsere Gruppe wohl so gedacht, was bringt das denn bitte schön, wenn wir wenn wir hier dieses Räuberlager einfach bestehen lassen, dann sind wir ja eigentlich sehr verlogen, weil wir haben uns eigentlich nur selber geholfen. Kriegst du das eigentlich auch auf? Nö. Du bist ja ein komischer Kauz. Ich weiß, dass ich ein komischer Kauz bin, immer und das musst du mir nicht sagen. Ach, Pfeile. Das. Ja. Schön. Säurepfeil, ein kleinen Säurepfeil hat nur. Das ist ja echt herzallerliebst. Fürs Erste. Rassad habe ich ja irgendwo einquartiert, damit er nicht die ganze Zeit stirbt. Werden, als ihr es euch vorstellen so, hier können wir ja jetzt auf jeden Fall mal rum. Oh, identifizierter Ring. Dämon. Kannst du mir sagen, was das für ein Ring ist? Natürlich kannst du das nicht, aber ich habe hier zum Glück ihn hier. Er kann. Oh, verfluchter Ring der geringeren Monstrosität. Träger sieht aus wie ein Zombie. Charisma minus 4. Ja, das will nur jetzt irgendwie keiner von uns haben. Deswegen, meine jungen Freunde oder vielleicht auch älteren Freunde, wahrscheinlich seid ihr alle älter wie ihr. Ich bin so alt. Sag aber nicht, wie alt ich bin. Das könnt ihr von mir aus raten, aber ich sag auch nicht, ob ihr richtig ratet. Ich bin so gemein. Nee, aber egal wie alt meine Freunde jetzt sind, also ihr Zuschauer, so. Kann auch mal normal reden, oder? Deswegen legt man nie Ringe an oder so, bevor man sich nicht identifiziert hat, weil sonst sieht man aus wie ein Zombie und hat Charisma minus 4 und wer will das schon haben? Ihr es euch vorstellen könnt. So. Wir kommen im Moment zu einer Stelle im Spiel, die ich eher weniger mag, und zwar den Mantelwald. Weil der unglaublich lang ist und unglaublich uninteressant. Weil wegen Wald, habe ich schon mal erklärt. Ich mag keine Wälder in Videospielen. Ich weiß, ich bin da ein sehr außergewöhnlicher Mensch, weil die meisten Menschen mögen Wälder in Videospielen. Ich aber nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch ein echt eher Stadtmensch, auch wenn ich in einem Dorf wohne. Du bist ja ein Kumpel. Aber, ja. Das passt halt im Moment halt besser, dass ich da wohne. Ah, das muss ja nicht für immer sein. Nee, aber, ich mag die Stelle in dem Spiel einfach nicht so. Was ist denn eigentlich der Trank des Feuerodems? Ach, die macht Schaden. Das Brandöl auch, weißt du, Heiltränke kannst du mal ihm geben. Du hängst dir mal diesen Trank an den Gürtel, auch wenn ich den nie benutzen werde, weil ich so ein Trankverachter bin. Das muss ich einfach sagen. Tränke kann man, wie gesagt, nur einmal benutzen und dann sind sie weg und die meisten Sachen, die Tränke bringen, kann man auch durch Zauber oder Gegenstände wie irgendwelche Ringe oder so, die deutlich länger halten, erreichen. Deswegen mag ich keine Tränke. Ja, komm, haut ihn weg. Das ist ja so ein Räuberchen, der macht uns ja nichts aus. Auch nur 65 Erfahrung und diesen netten Dingens hier. Robert voll damit. Jetzt haben wir plus 1. Mittlerer Schritt plus 1. Langbogen der Treffsicherheit und wird nur schwer. Das hier kannst du mal nehmen. Hier will ich ja auch mal den nächsten Waffenpunkt dann auf Langbogen verteilen, weil ich keine Ahnung, irgendwie Langbögen ein wenig besser finde. Sag mir nicht, die Kampfmusik geht jetzt wieder nicht weg. Warte, Leute, ich muss mal eben die Kampfmusik entfernen. Ja. Ich mag die Kampfmusik nämlich nicht. Die geht mir nämlich auf den Sack. Und wenn die sich nicht ausstellt. Das ist mal. Ja. Hier ist noch ein magischer Schild. Das ist. Hat bestimmt auch bald keiner. Wie viele mittlere Schilde plus 1 bekomme ich hier denn bitte schön? Ist ja nicht in der. Das ist der Charakterswach, ja, den habe ich ja abgestellt. Brauche ich ja im Moment nicht. Sprecht und verschwindet. So.
wie viele mittlere Schilde plus 1 ich hier kriege, ey. Ich versuch, plus 1 Sachen zu halten, das ist viel wert. Viel wert ist gut für mich. Wurfdolche brauche ich natürlich ganz dringend. Boah, die sind ja schwer. Wiegen ja jeder einen Stein. Damit kann überhaupt einer von uns mit Dolchen umgehen? Kann das wer? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, sonst hätte ich ja bestimmt Wurfdolche. Aber 12 hättest du mit denen, ne? Das ist gar nicht mal so wenig. Ja, mit der machst du mal. Womit macht er mehr Schaden? Damit macht er sogar mehr Schaden als mit einer Arm. Das ist ja interessant. Das hat sogar eine bessere Trefferwahrscheinlichkeit. Das ist jetzt auch noch interessanter. Ich sag da jetzt mal nicht zu. Sagt an, es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Ich weiß ja nicht, wie oft du das schon gesagt hast, Dorn. Und ich weiß auch nicht, wie oft ich dir gesagt habe, dass ich mir unglaublich blutig vorstellen kann. Und dass das, ja, dann schon sehr, 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 sehr blutig sein muss. Damit ich mir das nicht mehr vorstellen kann. Selbst dann kann ich es mir noch vorstellen. Also es geht ums reine Vorstellen jetzt, ne? Nicht das... Hier war ich doch bestimmt schon drin. Versucht, Schritt zu halten. Oder habe ich die Kiste geknackt? Ja, dann war ich da schon drin. So, da sind ja die ganzen Hobgoblins. Die haben wir ja noch nicht erledigt, aber Hobgoblins sind ja nicht so schwere Gegner. Die hat uns auch gar nicht irgendwie angegriffen. 35, ja, die sind sogar schwächer wie die normalen Banditen. Kalte Hand. Der kalte Hand. Der schon, ja, bringt nur 35 Erfahrung. Sind halt primitiver und können halt schlechter kämpfen. Ja, komm, beleidig mal einfach. Achso, das ist der Boss auch. Von denen. Heil ich mal schnell. Ja, das hat ja gut geklappt. Hau mal ab. Oh, sehr schön. Ja, der hat auch 900 Erfahrung gekriegt. So, kannst du ihn mal eben heilen. Du kannst das sogar direkt nochmal machen. Boah, Kampfmusik, geht weg. Boah, diese dämliche Kampfmusik, ey. Es ist so nervig in Baldur's Gate 1, dass die Kampfmusik nicht weggehen will. Insgesamt im Spiel ist das nervig, wenn die nicht weggehen will. Weil es liegt noch nicht mal immer daran, dass Kampfmusik von Spielen irgendwie immer total schlecht ist. Es ist nur halt so aufreibend. Dann, keine Ahnung, hat man kein sehr ruhiges Spielgefühl, wenn sie die ganze Zeit einem im Hintergrund wie ins Ohr blärt. Damit hat sie das Gold mitgenommen, dann natürlich nicht. Versucht, Schritt zu halten. Dingens, Beregos gibt es so eine Liebesrüstung. Die könnte ich immer vielleicht auch mal spendieren. Weil, ja, meine beiden Kämpfer, die haben ja eigentlich schon den Großteil von dem, was sie wirklich brauchen. Also prunkanisch besser geht's nicht. Außer jetzt halt prunkanisch plus 1 oder so, halt. Die muss man auch erstmal finden, die kann man noch nicht verkaufen. Ja, ist ja eh schweineteuer. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. So, der ist auch schnell weg. Ja, dank meiner Fernkämpfer. Ja. Silberring nehmen wir mal mit, weil sind die Hauptgoblins lassen auch Skalpelle fallen. Halt, keine Skalpelle. Aber Dinger halb. Oh, die, keine Ahnung, die mal ihr. Der ist gleich da. Gibt's mal ihr. Reicht sowieso nicht so viel. Jetzt hört die Kampfmusik schon wieder nicht auf. Jetzt nicht eigentlich veräppeln. Das kannst du mal hier reintun. Boah, den nimmst du dann auch nochmal auf. Den hier. Dunkelelf dafür den ganzen Skalber rumlaufen. Es wäre auch scheißegal mit der Kampfmusik. Das Lager ist gar nicht mal so groß. Der wird gar nicht gehindert. Naja, egal. Kann ich immer noch nachholen, wenn ich das möchte. Tersus. Oh, mit dem hätte man vielleicht vorher noch mal reden können. Egal. Wäre die Kampfmusik so gnädig und hört jetzt auf. Danke, Kampfmusik. Finde ich sehr nett. So, die haben alle keine sehr kreativen Innenausstatter, weswegen sie alle dieselben Räume haben. So. Da ist nichts drinne. Da
Da ist 83 Gold, das da ist eh verschlossen, wette ich. Und ja, hab sogar recht gehabt. Wir sehen mal eben aus, damit sie nicht immer wieder das Fallendings einschaltet und da nichts mehr macht. Das hat sich ja mal gar nicht belohnt. Kannst du gucken, jetzt sind wir wieder einschalten. Und mit deiner Erfahrung, ne, kostenlos sozusagen. Das hat sich ja dann doch schon irgendwie. Klar. Und die Dingens hier ist so ein Schnelligkeit. Das einem Hass verleiht. Hass verleiht. So. Hier nochmal rein. Oh, so, das erledigt ihr doch auch ohne Probleme, oder? So, kommt, es sind nur ein paar dämliche Gnolle. Die erledigt ihr doch im Schlaf. Sehr schön. Nee, eine helle Bade wie ich nicht, aber den kleinen Schreckens, furchtbaren Zauber. Ah, den kann sie sogar. Ich dachte, müsste sie noch lernen. Sprecht, versucht, Schritt zu halten. Da ist nichts. Da ist bestimmt wieder verschlossen. Dann ist da noch was. Da ist nichts. Da schon nachgeguckt. Ja, hier unten auch. Nochmal zur Sicherheit. Da sind da Gnolle, die hatten da nichts. Im Sack sind 53 Goldmünzen. Das ist verschlossen, wie gesagt. Und also mindestens ein bisschen was drin. 22.142 Gold. Das darauf, damit lässt sich doch arbeiten. Vor allem, dass ich noch ein paar +1-Schilde im Gepäck habe, die ich auch problemlos verkaufen kann. Für die es auch vielleicht nochmal so um die 1000 gibt. Ah, um die 1000 vielleicht dann doch wieder nicht. Aber so 500 denke ich schon für eins. Oh, dem ist die Waffe zerbrochen. Tja, Pech gehabt. 30 Gold und nochmal 2 Skalpell. Skalps, keine Skalpelle. Skalpelle gibt's hier nicht. So. Das da, das da. Das da. Was natürlich nicht geht, weil wieder Gepäck voll ist und so. Wahrnehmungstrank, was braucht man denn für den? Das ist ein Bisstrank, wieso hast du den dann? Brauchst du doch gar nicht, bist du überhaupt kein Dieb. Das kann immer nochmal nehmen. Ich kann euch jetzt endlich mal das dumme Schwert hier identifizieren, was ich schon den Typen hier bei, ja. Schwert +2. So. Was ich eigentlich auch irgendwie gar nicht brauche. Und das hier habe ich mir mal aufbewahrt, weil das so viele Bonusse gegen Untote gibt. Das kann ich ihm auch mal ausrüsten, eigentlich. 9-16. Einen ganzen Untoten-Boni. Wenn wir da mal gegen kämpfen, dann kann er das Schwert hier wechseln. Als ihr es euch vorstellen könnt. So, das war's dann auch schon mit dem Räuberquartier. Also das bisschen Erfahrung, was es hier noch gab, das wollte ich dann doch gerne mitnehmen. Muss auch sagen, wenn ich eigentlich so gerne so undercover einsetze und sowas im Spiel mag, hier fand ich doch die Kloppy-Version viel besser. Weil ich dachte, das bringt jetzt so voll Vorteile, wenn man sich in die Organisation einschmuggelt. Man kriegt mehr Details über die Pläne oder so, aber die gibt's ja irgendwie gar nicht. Ist nur, man muss. Einzigste Vorteil, den das bietet, ist, man muss nicht gegen Tazok kämpfen, persönlich, und man muss nicht gegen das Räuberquartier kämpfen. Und Rasat. Ihr wünscht. Ich vergesse dich noch dahin. Komm mal wieder raus. Gefahr ist gebannt. Sagt an. Ich wollte ihn nicht gerne dabei haben, weil viele Fernkämpfer in dem Dorf. Dorf, sage ich schon, in dem Lager waren. Und auf Fernkämpfer reagiert Rasat ja immer so ein wenig allergisch. So, kann Rasat mal zeigen, ob er alleine einen töten kann. Das meine ich. Kriegt er direkt einen rein. Rasat, du kannst auch gar nichts, oder? Nein, er kann wirklich nichts. Geh weg. Geh weg, Rasat. Du kannst wirklich absolut gar nichts. Herzlichen Glückwunsch, fühlt sie sich nicht geehrt. Und wo ist der jetzt? Da. Kann ja sogar lieber mehr. So. Also Niwa war wirklich im ganzen Spiel
noch viel seltener in Lebensgefahr wie Rasat. Rasat war unglaublich viel öfter in Lebensgefahr wie Duga. Komm, ich sag endlich mal ihren richtigen Namen und nenne sie nicht mal Mishka. Ich meine, Neverwinter Night 2 denken muss. Nein, ich bin kompetent geworden. Verstreut ist, dann sammelt sich die Scheißgruppe mal. Ebon, komm her! Immer von der Gruppe weglaufen, ja, ja. Als die Dunkelheit hereinbricht, wandern eure Gedanken zurück zu vergangenen Ereignissen und wohlverdienten Triumphen. Ein befestigtes Lager, von der Küste völlig abgeschieden und abgeschirmt, stellt für eure List und Tücke keine große Herausforderung dar. Im Lager tummeln sich allerhand Räuber und Schurken, doch in ihrer Mitte seid ihr quasi unsichtbar. Durch eine starke Böe werdet ihr aus euren Erinnerungen gerissen. Sie erhebt euch über das Lager und den Wald hoch in die Lüfte. Die Morgensonne lässt euren Körper zu einer Silhouette werden und einen Moment lang fühlt ihr euch wie ein Vogel, frei von allen Sorgen und Pflichten des Erdendaseins. Doch dann werdet ihr von unsichtbaren Händen zurück zur Erde geholt und mit einmal fühlt ihr euch mehr wie ein Sandsack als wie ein Vogel. Die Erde zeigt sich über euren kurzen Anflug von Untreue keineswegs gekränkt und empfängt euch sanft und ohne Widerstand zu leisten. Kurz darauf wird alles schwarz und euch wird klar, dass ihr direkt ins Erdinnere eingedrungen seid. Das Gestein um euch herum erhellt sich und langsam nimmt eine Höhle Gestalt an. Jedoch reicht eure Sicht nur ein paar Schritte weit. Ihr taumelt vorwärts und seht euch Auge in Auge mit euch selbst. Vor euch steht eine Statue aus Stein, die euch bis aufs kleinste Detail gleicht. Aus der Dunkelheit ertönt eine Stimme, die euch, wenn auch in amüsierten Ton, Anschuldigungen an den Kopf wirft. Dein Stolz, großer Plünderer, ist unverdient, wo doch dein ganzes Dasein nur geliehen ist. Ehre, wem Ehre gebührt, und Ehre muss gezollt werden, wo es verlangt wird. Aus der Dunkelheit zischt ein Dolch aus Knochen und trifft auf die Statue. Sie wird nur leicht beschädigt. Doch ihr verspürt einen Schmerz, als würdet ihr in der Mitte entzwei gerissen. Du wurdest so gemacht, wie du bist, warnt euch die Stimme. Und genauso kannst du auch vernichtet werden. Ihr fallt zurück ins Nichts und wälzt euch auf eurer Lagerstätte bis zum nächsten Morgen unruhig hin und her. Ja, schon wieder so ein Traum, der mir die Gelegenheit gegeben hat, ein bisschen was zu essen nebenbei. Guten Morgen, Angosch. Klang nicht so, als ob du letzte Nacht gut geschlafen hast. Ich übrigens auch nicht. Noch mehr Träume, schätze ich. Ja, ein weiterer Traum. Soll ich dir von ihm erzählen? Aber sicher, noch mehr Dolche und seltsame Stimmen? Ja, ich war im Räuberlager und, ja, ich erläutere ihm meinen Traum. Diese Stimme macht mir Angst, Angosch. Klingt so, als ob sie dir auch Angst macht. Das ist gut. Ich vertraue ihr nicht. Ganz und gar nicht. Nee, tue ich nicht. Du kämpfst weiter gegen sie an, Angosch, und ich werde dir helfen, wenn ich es kann. Mehr Kräfte hast du auch, schätze ich. Das habe ich mir schon gedacht. Nun, benutze sie einfach für das Gute. Grind wird dir das gefallen. Mir auch. Ich schätze, es spielt keine Rolle, wo sie herkommen. Komm schon, ich mache dir etwas zu essen, während du, dir die Haare kämmst oder sowas. Du siehst aus wie ein Wrack. Ja, danke, Imon. Ich höre zu. Für... Ja. All diese Träume sind schon immer etwas seltsam. Aber, dieser Traum, ja doch, der muss ja kommen sein, musste ja kommen, wenn, auch wenn man das Banditenlager nicht zerstört, ne? Weiß es nicht. Weil, ja, man kriegt ja auch die Fähigkeit, und wie kann ich helfen? Giftverlangsamer haben wir jetzt gekriegt. Sagt an. Das ist immer sehr lustig, wenn man einen Kleriker hat, dann, ja, spart man sich ein paar Zauber. Zauberbuch aufzunehmen, dadurch, dass man die so kriegt. Nützlich ist das aber vor allem, wenn man irgendwie Magier oder Dieb hat, vor allem dieses leichte Wunden heilen, was ja unglaublich schnell geht durch die Fähigkeit. Weil, ja, wenn man mal getroffen wird oder so und der Kleriker sich irgendwo im Nahkampf befindet oder insgesamt irgendwie weiter weg und, ja, als beziehungsweise ein Kleriker braucht auch viel länger, um den Spruch zu wirken. Und als Magier oder so, da hat man nicht immer Zeit zu warten, bis der Kleriker den Spruch gesprochen hat. Und da kann man sich mal eben schnell selbst heilen. Obwohl Magier ziemlich schwer ist in Baldur's Gate.
wenn man nicht ausreichend in Konstitution steigert und ein Tiergefährt nimmt. Weil, ja, ohne Konstitution und so hat man vier Leben, so wie Newer am Anfang, und hat jetzt auf Stufe 5 gerade mal 20 Leben. Und so ein Bailoff, der mindestens, ja, der schon einiges in Konstitution gesteigert hat, hat jetzt schon 36, also 16 Lebenspunkte mehr. Das klingt jetzt gar nicht mal so viel. Wäre es auch in Neverwinter Night 2, wäre es überhaupt nicht viel, also. Aber hier in Baldur's Gate machen so 16 Trefferpunkte schon manchmal einen kritischen Treffer aus, vor allem bei einem Magier, weil der sich ja laufend kritische Treffer einfangen kann, wenn er will. Weil Magier kann ja keinen Helm tragen, der ihn vor kritischen Treffern schützt. Genauso ist das ja auch ein Problem bei Rasat, was ihn auch wieder gegenüber normalen Kämpfern ein bisschen schwächer macht. Die können alle Helme tragen, was heißt, ja, sie sind vor kritischen Treffern halb geschützt. Rasat kann das nicht. Und deswegen ist auch Rasat immer so schnell am Absterben, manchmal nach einem Treffer, weil er dann wieder einen kritischen Treffer kassiert hat und dann unglaublich viel Schaden kriegt. Vor allem, wenn das irgendwie, ich weiß nicht, gibt es das hier auch, dass Waffen einen erhöhten kritischen Treffer-Bonus haben? Nee, hier ist das noch nicht, ne? Zum Beispiel, dass da jetzt Bonus auf kritischen Treffer, nee, hier gibt's das noch nicht. Aber ja, wenn das jetzt so Neverwinter Night 2 wäre, wo eine helle Bade zum Beispiel plus mal 3 auf kritischen Trefferschaden kriegt, dann ist das natürlich natürlich dann unglaublich viel Schaden, weil es gibt's ja hier gar nicht. Und in Neverwinter Night 2 ist man auch nicht immun vor kritischen Treffern, wenn man Helme auf hat. Da braucht man sowieso keine Helme, da schützen die eh nur vor Dingens. Ja, vor Dingens, sehr tolle Beschreibung. Ich würde sagen, bevor wir den Mantelwald machen, gehen wir mal diese Gebiete hier durch. Außer Durlax-Turm. Durlax-Turm ist noch richtig schwer. Wir reisen mal zu Edois Eklar. Nein! Halt, ich hoffe. Toll. Jetzt wollte ich mal, dass wir angegriffen werden. Die muss ja nochmal zu Berigost. Was? 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 Träum ich, oder hat das Eichhörnchen da gerade gekräht? Ich höre es. Ja, Backrum. Blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Hä? Lass mich doch in Ruhe. Haben die noch offen? Sehr gut. Nein, haben die gar nicht. Hä, wie dumm. Wieso haben die denn die Ladentür sperrweit offen, die überhaupt nicht mehr da sind? Gehe ich jetzt in den windigen Schwindler? Zu der guten Frau, was weiß ich, wie sie hieß? Und verkauft da meine Räuberscalps. Die ich ja so schön im Gepäck habe. Ich hoffe, die ist hier noch. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Bürger, Björnim, Burke. Björnim. War die denn nochmal? Bürger, Björnim. Oder Björnim? Sagst du mir noch irgendwas? Nichts Neues, glaube ich. Ach, hoch geht's hier nicht. Jetzt hier hoch. Ich glaube, ich habe die Frau schon mal wieder verpasst und wieder alles kaputt gemacht, was ich hätte kaputt machen können. Versucht, hier wohnt sie nicht. Zu halten. Hier wohnt nur ein schlafender Mann. Meine Ausbildung der hat mich nicht auf so ausgedehnte. Wir sollten ja, ja, ihr seid alles Mem, die überhaupt nicht mehr werden, als ihr es euch vorstellt. Ja, Leute, hört auf, euch zu beschweren. Ihr seid ja schlimmer wie eine Kindergartengruppe, jetzt mal ehrlich. So. Hier. Noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Ja, ich hoffe, die kommt mal wieder. Ja, irgendwie nett von der. Jetzt habe ich die ganzen Skypes für die eingesammelt. So, neue Liste von Dienstleistungen. So, königlich geschlafen. Sehr schön.
gucken wir auf dem Rückweg nochmal vorbei, ob die dann hier ist. Weil ich wusste, dass es mit der so ein Problem gibt. Aber ich dachte, weil wenn man nachdem man vom Räuberlager wieder da ist, dass sie dann nicht mehr da ist. Aber ich dachte, das tritt nur auch, wenn man das vorher schon angesprochen hat. Na egal. Diese Folge ist jetzt aber auf jeden Fall schon mal vorbei und deswegen sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Baldur's Gate Enhanced Edition gibt.